Hallo und willkommen zurück zur Pokémon Rubin Randomizer Nuzlocke Soul Link Challenge mit dem Lolrob. Moin Moin und dem Schnecker. Servus, wir haben das Pokémon jetzt gewechselt. Bei mir ist jetzt Dratini im Team. Und ich habe jetzt Schuppet im Team. Und wir sprechen den Boss an. Ja, hast du das richtige Pokémon direkt vor mir? Ja. Also ich richtige mit Elfmann, habe ich mir überlegt. Ich mit Vulcaelli. Die Kraft, die den Meteoriten steckt. Wenn man die mit dieser Maschine verstärkt, würde die Aktivität des Stotbergs enorm verstärken. Der Vulkan würde ausbrechen, Lava würde erkalten und hart werden. Und so entsteht neues Land. Ach du schon wieder! Hör gut zu, wir Menschen sind an Land groß geworden. Land bedeutet Leben. Es besitzt absolute Priorität. Daher widmet sich Team Magma der Aufgabe, die Landmassen zu vergrößern. Denn so entsteht mehr Raum für neue Arten von Pokémon. Und die Menschheit erhält mehr Raum, sich zu entwickeln. Das ist die große Vision von Team Magma. Ich kann einem sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich, Magma, werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Jo. Dann los, Magma, zeig uns. Und er schickt natürlich als erstes einen Magneien rein. Also das erste Mal, als ich Pokémon Rubin gespielt habe, bin ich tatsächlich hier das erste Mal verwendet. Daher, und es ist ein... Ja, bei mir auch. Und ich schrecke zurück. Und bei mir hat er Intensität 6 nur abgekriegt, jetzt hat er Sandwirbel gemacht. Oh, bei mir auch. Intensität 10. Ich glaube, das hält er nicht aus. Nee, das hält er definitiv nicht aus. So, weg mit dem Dreck. Supertrank ein. Bei mir ist er gar nicht mehr dazu gekommen. 27 ist Vulcaelli jetzt. Ja, nur im roten Bereich macht er das. Weil er wird jetzt nochmal ein Supertrank. Nee! Oh, er setzt Biss ein. Okay, er verschwindet Biss. Und ich schreck zurück. Ja, lol. Biss, hier ist auch gut. Wir senden uns sein Kamerupt und mein Kamerupt, wir senden uns gerade gegenseitig mit Intensität am Bearbeiten. Wie hoch? Wie viel? 6 haben wir gemacht. Okay, gleich wieder also. Ja, und sein Kamerupt ist weg. Okay, gut. Was setzt er jetzt ein? Golbat. Da nehme ich jetzt aber nicht mehr. Ach, bin ich blöd. Ah, Golbat. Ich wollte eigentlich Urigella einsetzen und was habe ich ausgewählt in die Winter? Das ist ein, das ist die Entwicklung von Zubat, oder? Genau. Dann nehme ich dann am besten, Flamara. Kannst du. Oh, ist kein Biss, das ist gar nicht geil. Setz mal Konfusion ein. Ah, es überlebt natürlich noch. Ah, shit. Flügelschlag, wow. Aua. Ja, das stimmt. Warum sitzt er bei mir? Warum hat das bei mir jetzt so viel Schaden gemacht? Und er verschwindet jetzt seinen letzten Supertrank. Dann würde ich schon mal sagen, RIP Golbat. Ja, bei mir hat er gerade auch Super Trank eingesetzt. So, jetzt aber RIP Golbat. Dankeschön. Ist er jetzt auch meinen ersten Trank ein? Na, schon. Ja, beim letzten Pokémon. Ja, okay, gut, kann man. Hoch ist es bei mir. Bei dem müsste es Magneien sein, ne? Nee, bei mir ist es Golbat. Immer noch Golbat? Ja. Ich bin jetzt gleich fertig. Nur noch so ein, zwei Tacken und dann heißt es fertig. Okay, Pokémon wechseln. Energiefokus. Wow, du hättest Intensität einsetzen können, Kamero. Da hätte ich viel Schaden je nachdem kriegen können. Aber nein, du setzt Energiefokus ein. So, der Sieg. Doch, sag Bescheid, wenn du fertig bist. Mach ich. Alter Vater. Was ist passiert? Mein Pokémon ist nur fast tot. Oh nein, welches? Butterfly. Ey. Ja, den Käfer. Ich weiß aber nicht, was ich gerade noch gegen den einsetzen soll. Wie sieht's aus mit Nikumaru?
Meinst du den Buntfisch? Nee, Flamara. Ach so, das ist Nuramon. Nuramon. Brauche ich nicht mehr. Down? Ja, und mit einer P hat Buntfisch überlebt. Holy moly. Wow. Er ist down. Ich, Mark, wurde ganz hinterhältig besiegt. 2000 Poké-Dollar. Deal with it. Ach, was soll's. Ich werde für heute meine Pläne am Schlotberg vergessen. Für heute. Niemand wird uns jemals stoppen. Team Magma wird siegen. Vergiss das nicht. Snake Call, Oldrop. Mit deiner Hilfe konnte ich die Pläne von Team Magma durchkreuzen. Aber dieser Sieg bedeutet nicht, dass es seine üblen Pläne aufgeben wird. Wir werden ein wachsames Auge auf Team Magma haben und es weiter verfolgen. Snake Call, Oldrop, wir werden uns wiedersehen. So, da haben wir endlich mal Mark fertig und ein Meteorit steckt in dieser mysteriösen Vorrichtung. Ja, warte, ich werde erstmal meine Pokémon mysteriös heilen, ey. Mysteriös heilen. Jedenfalls ja. Die fast tot sind. Ja, sollte ich auch mit unserem mal tun. So. Und zwar bei Uri Geller. War ein bisschen verschwendet, aber hey. Meteorit nehmen? Ja, oder? Ja. Aber wir gehen erstmal Richtung Bad Lavastadt. Da waren wir doch schon. Nein, da waren wir nicht. Bad Lavastadt? Bad Lavastadt. Wie kommen wir denn da hin? Einfach runter. Da kommst du nämlich zum Steilpass und dort dürfen wir uns ein neues Pokémon fangen. Ganz vergessen, dass es das auch noch gibt. Ah, das Blöde ist, ich habe jetzt... Nee, ich habe kein Pokémon dabei, was Schlafbruder oder so kann. Da bin ich aber gespannt. Ich auch. Bei mir ist es... Ja, es ist schon bei mir. Ein Kamerup, Species Gloss. Bei mir ist es Ninjask. Ninjask? Hm, schön. Ninjask ist ein gutes Pokémon, aber du hast ja schon Papinella. Ja. Wiederum so geil. Hoffentlich bringe ich es mit Glut nicht direkt um. Okay, kein Pokémon für mich. Wow. Ich habe es mit Glut gerade aus Versehen direkt umgebracht. So, mein nächstes Pokémon wäre hier wieder ein Kamerup. So. Ich mache derweil die Trainer hier. Ja. Habe ich es aus Versehen direkt umgebracht. Popunch. Das ist halt wirklich sehr gut, sehr, sehr effektiv. Was ist Popunch? Popunch ist Geistboden, aber es kann durch Schweben nicht Intensität abkriegen. Genau. Blut? Ja, Blut ist speziell. Ja, hat auch gut Schaden gemacht. So, dritter Versuch, vorletzter, es ist... Oh nein. Zonk? Zonk. Moing? Genau. Das ist so ein Nuzlocke-Killer. Ich weiß. Aber such am besten abzuhauen. An der geht er gegen Poren genau noch nicht mal. Gegen Wegsperre, genau. Deal with it. Einen Superball mit voller HP geworfen und direkt drin. GZ. Oh Mann. Warum Poren genau? Wenn zwei oder mehr Poren genau aufeinandertreffen, versuchen sie gegenseitig ihre Geduld zu übertreffen. Wow. Sie möchten herausfinden, welches Pokémon das am längsten ohne Nahrung aushält. Darauf müssen Trainer achten. Poren, genau. Es ist weiblich, by the way. Poren, genau. Warum wohin genau? Wie nenne ich es? Zerstörer.
Turing, genau. Zerstörer. So. Zerstörerin. Passend. So, ich mach mal hier den Camper, allerdings. Ja, ich hab jetzt den linken gemacht, an den rechten bin ich nicht mehr dran gekommen dadurch. Ja, ich mach jetzt dafür den rechten. Okay. Ich mach die Dame da unten noch. Sie will ein Picknick machen. Ja, ich hab einen Picknicker dagegen. Ich hab ich hab auch einen Picknicker. Knilz! Okay, der Camper heißt by the way Ewald. Ewald Camper. Camper Ewald und der hat einen Zickzass. Mit Sandwirbel. Ach Leute, warum benutzt er Sandwirbel? Büffler bringt's voll. Er hat mich jetzt erkannt. Wow. Hat dich erkannt? Ja. Ein Fanboy? Aber hallo. Der schlimmste von allen. Glenfula. Leute. Warblu. Warblu, ja. Also ich muss sagen, Altaria ist einer meiner Lieblings-Pokémon. Oh, Spalbini als nächstes. Warblu wollte mir gerade was vorsingen, ich habe aber nicht zugehört. Weiß nicht, soll ich Schuppet einsetzen? Ah, nee, komm. Tänzer, na komm, ich bleib mal bei Wendy. Ich bin auf Route 112. Und direkt in Bad Lavastadt. Route 112 darfst du ja nichts fangen. Ne? Nee, da ist ja eh nur der Ausgang. Ich will aber gucken, ob der eine noch ein Trainer ist, aber ich will kurz meine Pokémon heilen. So. Ah, wollte ein Three-Hit. Es ruckzuck kiept mich. Oh, okay, Verbrennung. Wow. Es hat nur noch ein KP und dann direkt verbrannt. Sind Sie ein Trainer, junger Mann? Nein, Sie sind kein Trainer. So, Ewald ist besiegt. Schon vorbei, ich habe überhaupt keinen sicheren Stand gehabt. Ich bin im Bad Laberstadt. Laber. Was hat die Camperin? Zwei Pflanzen und ein Warblu. Zwei Pflanzen und ein Warblu. Knilz, Mirapla und Warblu. Okay. Das, Pinkelchen. Bin ich sogar noch im Schlaf. Na, wobei, Warblu, Thema Drache. Ich habe leider noch keine Drachenattacke. Das ärgert mich noch mal. Da haben wir Knilz. Ach, ich bin auf Biss gegangen. Ich wollte auf Blut gehen. Mega sauber. Nicht sehr effektiv. Macht nicht wirklich Schaden, aber hey. Doch, Blut. Super Effekte. Wow. Mach ich mal ansatzweise so gut. Stachelspore. Leute, könnt ihr doch nicht machen. Siehst du doch. Dann setzt das Deckel ein. Wow. So much. Wow. So, tschüss, Knilz. Hm, als nächstes wird Mirapla. Okay, gut. Wir können jetzt einmal hinter dem Pokémon Center gehen. Dazu müsstest du ein Pokémon ablegen, dann könntest du dir ein Ei holen. In das Pokémon Center? In das Pokémon Center. In das Pokémon Center? In das Pokémon Center. Ja. Und dann dahinter. Komm ich da hinten? Ah, da hinten raus? Richtig. Da krieg ich ein Ei? Ja. Aber du musst einen Platz frei haben. Dann lege ich ganz kurz ein Pokémon ab. Weil das Ei kannst du dann direkt auch wegtun. Ja, ich lege kurz Dratini ab. So. Na, viel gut, dass ich Wendy gerade benutze. Ja, also ich glaube, jetzt ist es kurz sinnfrei, oder? Ja. Baku kommt als nächstes. Ich wechsle raus zu... Und wer gibt mir das Ei? Eigentlich Schaden bei Geist und nicht? Nö.
Normal. Hat er das nicht. Wo finde ich das Ei denn? Red mal mit den Damen. Hab ich gerade gemacht? Müssen eigentlich ein Ei geben. Nö. Warum? Die haben mir kein Ei gegeben. Ah, Wablu, warum setzt du Gesang ein? Ich möchte jetzt eigentlich Schlafreden oder so. Hätte ich so geil auskommen dann. Verbrennung. Sonnenbeere, Sonnenbeere, das war's. Nein. Hab ich hier keinen Aufwecker oder. Eine Hyperheile hatten wir doch, ne? Weiß ich nicht. Die Hyperheile hatten wir gefunden. Die Dame vor dem. Vor der heißen Quelle will dir das Ei geben. Vor? Ja. Okay, dann habe ich das anders im Kopf gehabt. Schade. Da müsste dann ein Isso rauskommen. Weiß ich jetzt gerade auswendig tatsächlich nicht aus dem FF. Oder halt ein Rocket League. So, ich bin jetzt endlich auch mal in Bad Lavastadt. Ich hole jetzt das Ei ab. Ich heile jetzt erstmal die Pokémon und danach können wir den Part auch schon langsam. So, werde ich geheilt. Lecker? Ja, ich habe das Ei gerade bekommen. Ah, okay. Das lege ich jetzt noch ab. Ich stehe jetzt vor dem Pokémon-Center. Sekunde. Direkt vor der Haustür, weißt du? Ei ablegen. Und Dratini wieder mitnehmen. Dadurch haben wir nämlich keine einzige Regel verletzt. Genau. So. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sagen euer Snaker. Und euer Läufer. Bis dann. Ciao.